Ich bin jetzt da und Aufnahme live. Wir sind wieder zurück mit Let's Play Star Wars: The Old Republic mit einem neuen Flashpoint. Wer ist noch mit dabei? Ich. Und ich. Dann starten wir die Damit mal. hast du jetzt nicht gerechnet, oder, Ja. Kers? Kers, du ja, hi. Und Raffi. Mein Sith Lord, wir halten den republikanischen Kreuzer mit einem Fangstrahl fest. Er befindet sich neben uns und wir haben Andockvorrichtungen an den Luftschleusen angebracht. Die Enter-Mannschaften erwarten euch. Veteranenmodus. Wir drehen, yes. So, wir mussten den ja einmal im Story schaffen, jetzt haben wir Veteranen. Und wenn ihr nach lustigen Szenen sucht für den Story, es gab leider keine lustige. Zumindest mir Ja. keine aufgefallen, die es wert wäre. Also tut mir leid. So, zack. Wir haben den Kreuzer auf Lebenszeichen gescannt. An Bord befindet sich neben einem ganzen Bataillon auch ein Team von Jedi-Rittern. Seid vorsichtig! Gut, dann fahren wir doch mal. Los! So, Moment. Bevor wir da irgendwas machen. Achso, es geht. Das ist alles so schlimm. Dann, was die zu bieten haben. Weil im Story-Modus war das einfach eine absolute Enttäuschung. Die waren innerhalb von 30, 40 Minuten, war die schon gelöst. Ja. Das war wirklich. Da hatten auch wieder Gegner, wo wir uns gedacht haben, das war ein Boss. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh fuck, oh fuck, oh Hilfe, fuck. Hilfe, Hilfe. Ja. Halt durch, halt durch, halt durch. Und wieso ist der komm, kein komm, 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 draußen? Irgendjemand muss noch einen Partner dann rausholen. Ja, gleich. Wir können das gerade nicht. Das haben wir schon mitbekommen, dass wir das müssen. Oh, ich habe Ruffy wieder hochbekommen, ey. Nicht schlecht. Scheiße, ich war irgendwie immer noch im normalen Kampf drin, wo ich auch immer stürmen kann. Weiter gehen wir nicht, weiter gehen wir nicht. Na, komm zurück. X. Will ich nicht. So, okay, So, hab gerufen, Freunde, oder? Könnte sie gebrauchen, alles klar. Gear. Das mache ich aber irgendwann anders mal, so. So, wie Sie sehen, jetzt zwei markiert. Ich nehme dann den mit dem Fadenkreuz. Okay. Der greift mit dann an. Die Roboter, die wirbeln Ruffy und ich erstmal. Genau, und dann nehmen wir die kleinen, also nicht der Elite mit dem silbernen Symbol. Dann nehmen wir die kleinen Mobs, ne? Und dann der. Der Kommando kommt dann zum Schluss. Genau. Und dann die kleinen Pisser da, die ganz hier. So, zähl an. 1, 2, 3. Ah, einer ist bei mir. Der. Okay, er ist weggerannt. Ja, fuck it. Der erste Kommando da ist er. So, und jetzt mit dem Fadenkreuz. Der immer Aua schreit ohne Grund. Ich bin jetzt auf dem Wald. Shit.
Sehr gut. Gott, jetzt noch der letzte. Das war ja ein erster aufregender Raum. Mhm. Oh, da ist noch ein. Das zum Deaktivieren. Ach so, ja, hier diese Dinger. Jo. Die dürfen wir nicht vergessen. Okay, ich glaube, hier können wir einfach so losdüsen. Am besten den Silbernen erst erledigen dann. Also der, der gerade gesprungen ist. Sehr gut, jetzt die kleinen Mobs. Hier das gleiche Spiel. Sehr gut. Warte, warte, nicht weitergehen, ich zieh mal kurz. Ja. So. Sehr gut. Gott, von denen haben wir jetzt auch fast die Hälfte. Der ist jetzt nicht so dramatisch schwer, ist er nur alleine. Okay, jetzt nicht mehr. Viel dazu. Ich kümmere mich nur den großen Digger hier. Mhm, mach das. So. Wunderbar. Sauber gemacht. Hier spricht Captain Yeltu. Alle Crewmitglieder haben unverzüglich ihre zugewiesenen Sicherheitsposten zu beziehen. Wir wurden geentert. Ich bin echt erstaunt. Worüber? Ich hab keinerlei Rückler. Du kannst jetzt noch effektiver den Tank spielen, oder? Ja. Sehr gut. Ja, vor allem, die es nicht wissen, Ruffy hat einen neuen Rechner, einen ganz neuen, so ungefähr so stark wie meinen. Genauso stark, ist dasselbe, nur halt anderen Hersteller. Ja, genau, also. So, jetzt Moment, gucken wir mal hier. Deni, die ist da nicht. Und dann die kleinen Mobs kümmern. Oh, der ist befreit. Ich kümmere Moment, mich ich kann ihn nochmal wirbeln. Sehr gut. Ach, shit. Ist nicht schlimm. Haus nicht ab! Bin gespannt, was wir hier für Equip bekommen. Hoffentlich gutes Equip. Ja. Weil im Story-Modus haben wir nur grünes Equip bekommen, was nicht wirklich besser war als das, was wir schon hatten. Das war alles Müll. Mit dann überhaupt Equipment bekommen? Ja, haben wir, aber sag ich dir, das war ein grünes Equipment, was nicht wirklich besser war. Da kann ich mir nur nicht erinnern. Weil es wahrscheinlich so schlecht war, dann will es mein Kopf nicht erinnern. Hm. Okay, die nächste Sendantenne. So. Ach ja, jetzt kommt ja wieder diese dumme Nachricht von wegen, Kredit überschritten und so. Kampfdruide stun ich und dann. Den kleinen Mob, sondern den silbernen. Ich kann mir vorstellen, dass die drei dort reinmischen. Das ist. Nicht? Doch, das ist der silberne, alles klar. Ja, toll.
Das hat ja gut funktioniert. Ist bestimmt. Auf dem Plan halt. Das ist egal. Kampfdruide, bitte nochmal stunnen. Ja, ich muss dich gerade hochhalten. Moment. Ach, jetzt verschwinde Fenster. Ich hab gerade den Sturmdruiden am Haus. Und zack, so haben. Sehr gut, danke. So, jetzt mal ein bisschen in die Luft. Sehr gut. Alter, was wollt ihr mit diesem grünen Mist? Ach, das will ich doch nicht. Noch einer. So, jetzt den Kampfdruide vorklopfen. Läuft. So, die Antenne haben wir schon. Ach, die Antenne. Haben wir alles? Wir haben hier ein Dings vergessen gehabt. Das ist ein Doppellichtschwert, das wäre viel. Nee, das wäre nicht interessant für dich. Nope. Also von den Antennen hatte ich nur eins. Ich besiege die republikanischen Truppen. Da hier, die hier müssten wir glaube ich auch noch, oder? Achso, ja, können wir mitnehmen, ja. Moment. Wir machen es etwas einfacher, bis dann einen silbernen. Moment, ich hab. Ach so, du machst schon. Hat er sich befreit, der Mistkerl. Ja, ja, ich stun ihn. Ja, der hat sich natürlich befreit, weil meine Gehilfin ihn angreift. Ah. Nicht so schlimm. Der ist ja gar nicht down. Halte meine Güte. Was ist denn los? So viele Ausrüstungsteile. Ja, uns interessieren alle. Uns interessieren allerdings nur die Boss-Ausrüstungen. Das sind die wertvollen. Das spielt trotzdem, dem er immer die geben will. Sag, ich will es nicht. Zack. Dann heb's. Dann lass einfach liegen, wenn da grün ist. Wow, jetzt wäre ich fast in den einen da reingerannt. Ja, das. Den Bottich hätte ich mir aufgehoben, für die, die da jetzt kommen. Ach so, da kommen noch, okay. Hab ich nicht dran gedacht. Maus, wo bist du? Da bist du. Oh, Bunsen werden aktualisiert. So, da kommen gleich auch wieder welche wahrscheinlich. Mhm. Krabums! Ja. Auf die Fresse! Umgefallen, aber keine Beschädigungen. Doch, die wurden beschädigt. Bei mir nicht. Bei mir schon. Sehr interessantes Spiel. Ja. Unsynchronität. So, und da ist der erste Boss. Genau. Also, nicht vergessen, wir haben auch diese Heildinger. Ja, ja klar. Ach, gut. Ich glaube, der hat doch stark Angriff, wenn er die Generatoren mit benutzt. Ah, er kann einen auf jeden Fall zu sich ziehen.
Ach, das wollte ich gar nicht. Oh, wow, 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 wow. Also der Energieschwall, der ist auf einen konzentriert, ich bin tot. Scheiße. Kannst du fast gar nichts dagegen tun. Also man kann die irgendwie unterbrechen. Ich hätte eine Fähigkeit Störung, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert. Ah, da muss man weggehen, okay. Verstehe. Mann. Boah. Wenn diese Voids auftauchen, immer weggehen. Ja, klar. Wie viel HP hat er noch? 61%. Wie viel Prozent? 61. Okay, das dauert noch eine Weile. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Wow, wow, wow. Vergiss das Freundchen. Jetzt geh doch da weg. Ah, das muss noch nicht weg. Prozent. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ey. Prozent. Mhm. Vergiss es. Du kriegst mich nicht. Alter.
5%. Gott. Oh, sehr gut. Aber das ist grün. Warum ist das grün? Ist genau das, was ich letztens angesprochen habe. Kriegt man sowas? Wir kriegen Flashpoint-Bonus-Pakete, Kommando-Pakete. Ja, man soll aber noch wiederbeleben vielleicht. Achso, wo stehst du denn? Hier. Aber natürlich kann man das so aktivieren, wenn man ein Abo ist. Ja, toll. Ich hätte gerne lila Ausrüstung, das ist schöner als irgendwelche Pakete. Wo ist denn jetzt das Paket? Ich sehe das gar nicht in meinem Inventar. Hä? Hast du es mal bekommen laut Chatverlauf? Es müsste irgendwo im Inventar sein, es ist grün. Kälteausrüstung ist das einzige, was ich da habe. Hä? Wo ist das? Müsste ich jetzt fast schon Bildschirmübertragung haben, damit ich es besser sehen kann. Oder ist es so, wenn man Abo nicht hat, dass man das dann zugeschickt bekommt, sobald man wieder Abo hat? Ich sehe es ja, also ich habe es auf jeden Fall. Ich sehe es bei mir nicht. Oder ich bin jetzt einfach nur super blind. Ach, da ist das. Oh, ey. Warum ist das auf der Position? Das macht keinen Sinn. Da sind normalerweise meine ganzen Medipack-Sachen. Jetzt schiebe ich das da oben noch hin. Schiebe ich das da dahin und das da dahin und dann passt es wieder. Mein ganzes Inventar war durcheinander. So. Erklärt einiges. Wir haben den Technikbereich verloren, aber Ihre Vorhut ist auf dem Weg zur Brücke. Neu formieren und das Kommandodeck verteilen. Oh, das war gerade teilweise richtig knapp, ey. Ja. So, der ist jetzt weg. Dann aber der kommt sicherlich wieder gleich zurück. Ja, bestimmt. Ja, er kommt zurück. Jetzt. Ich hab ihn gewirbelt. Okay. Setzt er den Agro auf mich ein? Irgendjemand schießt doch auf mich. Ja, auf dieser Konsole steht ein Gegner. Achso. So Miniatur Damage, den merke ich halt wenig. Sonst ist ja nichts weiter. Okay, weiter geht's. Boop, boop. Boop, boop. Oh, Yiddies. Okay. Welchen werben wir als erstes? Den Ritter. Ne, den Botschafter, der kann heilen. Okay, dann. Yay, wirbeln! Thank you.
Sehr gut. Nein, ich wollte das nicht öffnen. Immer diese Fettfinger, ey. Digga, ja, ich bin wieder auf C gekommen. Genau wie beim Schreiben, wenn ich etwas schreiben möchte. Na dann. Tja, Botschafterin, war wohl nix, ne? Haben wir noch, Was denn? Was denn? Haben wir noch das Bonus mit Gegner ausschalten? Außer das mit Jedi und Comlink-Relais? Besiege die Jedi, deaktiviere Comlinks. Das haben wir doch vorhin schon geschafft anscheinend. Das sind ja nur die Jedis jetzt besiegen, das ist ja der erste Teil. Verstärkung genau. Für den Decks 3, 7 und 12. Wir brauchen mehr Zeit, um den Fangstrahl zu entkommen. Da ist ein Relais. Dann müssen wir ja, hier. Yes, yes. Weil die Gegner stehen ein bisschen zu nah. So. Ich hoffe, der Kampfdrille kommt nicht hier hin. Der kommt hier hin. Ich kann es mir vorstellen. Er kämpft auf jeden Fall gegen die NPC-Gegner. Das ist mir egal, soll er. Solange er es uns in Ruhe lässt. So. Okay, weiter. Wow. Der Jedi Stalch. Da können wir uns um den kleinen Gegner da finden. Ja, jetzt kommt der Jedi. War klar. Ich kann den Druiden stunnen. Ist der Druide hier? Nein, nein, lass mal. Er kommt irgendwann so oder so hierher. Ja, ich lock dir mal, ich lock dir zu mir, dann kommt ihr alle Gegner hier zu mir. Ah, okay. Verstehst du? Ach, fuck, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das hier. Na komm jetzt hier hin. Alter. Okay, der Druide dreht gerade ab. Würdest du mal... Ich konnte gerade einfach nicht heilen. Ich lebe ja noch, oder wir leben ja noch. Alles gut. Oh, der Marsch zu uns. Okay, weg hier. Das. Oh, nicht. Zack. Jetzt müssen wir gucken, wo lang es geht. Habe ich. Ach, da geht's lang. Okay. Gut. Haben wir noch irgendwas Jedis hier unten noch? Nein. Gut, dann weiter geht's. Wir müssen ja nicht unnötig kämpfen. Ja, ja. Bei dem ist mir leider die Stellen noch vor der Tür. Ja, die müssen wir mitnehmen. An, lass die Maus. Da ist noch einer gekommen. Ja, da kommt drüber zu und zwar klar. Ach, scheiße. Obwohl, warte. Chaos, geh mal zurück, geh zurück. Ach, geh schon. Dann nur der Gewehrschütze, der schießt noch auf die Partnerin. Ja, den mach ich. Zack. So, der Druide ist weg, Gott sei Dank. Viel dazu.